Small- und Microcaps sind für viele Anleger ein wichtiger Bestandteil in einem breit diversifizierten Portfolio. Oft verbergen sich hier Hidden Champions aus dem Mittelstand oder auch Perlen, die noch nicht auf den Factsheets der Analysten gelandet sind. Das ist unser Thema jetzt mit Marc-Lennart Bräutigam. Er ist Geschäftsführer der GL Bräutigam Capital GmbH. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank hier für das Interview. Auf dem Fondskongress in Mannheim am Stand von Donner und Reuschel Vermögensverwalter habe. Zunächst ganz grundsätzlich, was macht europäische Hidden Champions so spannend für Sie? Ja, zunächst mal ist ein sehr tiefer Pool, aus dem wir fischen können. 85% aller Unternehmen in Europa sind aus dem Nebenwertebereich. Und auf der anderen Seite haben wir das auch schon damals im Investmentbanking gesehen, bevor wir den Fonds aufgelegt haben, dass die Abdeckung durch Research-Analysten sehr stark abgenommen hat. Und aus der Kombination heraus ergeben sich immer wieder tiefe Unterbewertungen und spannende Situationen. Und genau deshalb schauen wir auch da drauf. Aber für mich stellt sich natürlich die Frage, wie finden Sie jetzt diese Perlen, die ja qua Bezeichnung hidden versteckt sind? Ja, sehr gute Frage. Also ich war jetzt jüngst in Omaha und habe mich dort um die Hauptversammlung herum von Warren Buffett mit einigen Kollegen ausgetauscht. Und gerade dieser Austausch mit einigen geschätzten Kollegen ist sehr, sehr wichtig für uns, weil wir da viele Ideen auch herausbekommen. Zudem verfolgen wir spezialisierte Newsletter, machen auch mal ein Screening und haben viele Quellen, aus denen wir spannende Ideen ziehen können. Die Märkte haben verrückt gespielt die letzten Wochen und Monate in allen Bereichen, Branchen und Sektoren. Dem konnten sich natürlich Small- und Microcaps auch nicht entziehen. Wie sind Sie jetzt mit Ihrem gehenden Bräutigam Value Fonds aktuell aufgestellt und dadurch gekommen? Ja, wir haben uns ähnlich wie damals in der Corona-Krise auch, sind wir erstmal in die Defensive gegangen, haben die Annahmen überprüft, haben uns die Firmen nochmal ganz genau angeschaut, auf die neue Umwelt sozusagen angepasst und haben dort auch Gewichtungen geändert im Portfolio. Und gleichzeitig sind wir auch in die Offensive gegangen und haben uns neue Unternehmen angeschaut, die dann unser Preisniveau getroffen haben sozusagen, auf das wir lange gewartet haben, und haben dann dort auch entsprechend zugeschlagen. Welche Branchen, und wenn Sie mögen und wir keinen aufs Dach kriegen von Compliance, welche Unternehmen mögen Sie denn aktuell? Finden Sie in dieser Situation spannend? Ja, da gibt es eigentlich zwei Bereiche, die ich gerne nennen kann. Also das eine ist gerade der Low-Cost-Fitness-Bereich, Discount-Gyms. Da gibt es einmal die Basic Fit aus den Niederlanden, die in Europa sehr starken Rollout machen, wollen ihre Anzahl der Gyms verdreifachen in den nächsten Jahren. Und dann gibt es noch eine Unternehmen, die Gym Group aus UK. Die kennen wir beide auch schon aus der Zeit bei Barclays noch von London, wo wir die Börsengänge mitverfolgt haben. Und gerade auch im Gaming-E-Sports-Bereich haben wir zwei sehr spannende Unternehmen entdeckt, die auch jetzt nach Corona noch sehr stark weiter wachsen. Die aktuell hohen Inflationsraten, die wir sehen, beunruhigen viele Investoren, viele Sparer und Anleger. Können Small- und Microcaps, gerade auch im Value-Bereich, in einer solchen Phase eine Art Inflationsschutz darstellen? Also ich glaube nicht alle Unternehmen, aber ich glaube, man muss sehr genau hinschauen. Und dann können ausgewählte Unternehmen auf jeden Fall einen Inflationsschutz bieten, wenn sie Preise erhöhen können, wenn sie Kostensteigerungen weitergeben können. Und gerade darauf achten wir auch sehr stark bei unseren Unternehmen. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg auf diesem Weg. Das waren Small- und Microcaps im Value-Bereich, hier präsentiert auf dem Fondskongress in Mannheim von Marc-Lennart Bräutigam. Herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Franek.